Ihr habt sicher gemerkt, dass es jeden Augenblick etwas gibt, was angenehm oder unangenehm ist. Stimmt das? Ihr habt ihr sehr suchen müssen. Ja, ich denke, dass man das schon findet. Wenn man genau mal hinschaut und mal hinspürt oder so. Unsere Sinne sind nun mal offen für angenehm. Die sind dafür gemacht sogar. Unsere Sinne, unsere sechs Sinne. Hören, sehen, riechen, schmecken, tasten, also körperlich nicht, mit Bewegung und denken. Und denken. Nicht das Denken zu kurz kommen lassen. Denn mit dem Denken schaffen wir uns viel Angenehmes oder Unangenehmes. Also diese sechs Sinne, sie werden in der buddhistischen Weise dargestellt, in dem großen Samsara-Rad, wo so der Ablauf des ganzen Lebens dargestellt wird. Und da sind die Sinne natürlich ganz wichtig. Da sind die fünf mit Fenstern dargestellt. Mein Haus bin ich und habe die Fenster zur Welt hin, nicht? Man kann hindurchschauen, kommt rein, kommt raus. Und das Denken als Tür. Das ist ja auch das Wichtigste da, eben auch da. Und das ist sehr interessant, das ist dargestellt. Ja, unsere Sinne und damit verbunden das Gefühl, was der Buddha als die einzigen richtigen Gefühle überhaupt nennt. Nicht das, was wir als Emotion ansehen und auch solche benennen, das nennen wir gewöhnlich Gefühl, Ärger, Hass, Liebe, Trübsal, Neid, was weiß ich alles. Nee? Und das nennt er nicht als Gefühl. Gefühle sind bloß die Grundgefühle, angenehm, unangenehm, neutral oder erfreulich, unerfreulich, indifferent. So sind diese, würde ich sagen, traditionellen Ausdrücke. Und warum? Warum nennt er diese unsere Emotionen nicht Gefühle? Weil er sagt, da muss immer Denken dabei sein. Ohne Denken gibt es keine Emotion. Kann noch so ein großer Ärger sein, der kommt von innen aus dem Bauch. Aber ich habe irgendwas gedacht und habe mich dran gehängt und dann kommt das hoch. Also die Emotionen sind mit Gefühl, mit Denken verbunden. Diese grundlegenden Gefühle nur mit unserem Sinneskontakt. Wir haben einen Sinnesreiz. Wir spüren die Sonne, sehen sie oder spüren sie in der Haut, angenehm, angenehm. Das ist ein Sinneskontakt. Wir hören einen Ton, hier vom Gong, besonders wenn es zum Ende der Meditation geht, angenehm, angenehm. Wir haben einen Schmerz, ist ja auch ein Sinneskontakt körperlich, unangenehm, unangenehm. Ein Gedanke kommt, der mich an irgendeine ärgerliche Situation erinnert oder an Kummer, unangenehm, unangenehm. Kommt der schöne Gedanke, ach, das war doch so schön und so. Angenehm, angenehm. Das kommt automatisch. Das können wir auch nicht beherrschen im Grunde, sollen es auch nicht, denn es ist lebenswichtig. Wenn man an ein Kleinkind denkt, an ein Baby, das empfindet auch angenehm, unangenehm. Wenn es Hunger hat, schreit es. Okay, dann weiß auch die Mutter Bescheid. Jetzt muss man die Brust geben oder so. Nicht? Ganz klar. Es schreit auch, wenn es sich unangenehm die Windel voll hat, schreit es auch. Soll man wechseln, fühlt sich nicht wohl. Oder es schreit, weil es Liebe haben will, auf den Arm genommen werden will. Es macht sich hauptsächlich in das Schreien bemerkbar. Mit unangenehmen Sachen, nicht? Stimmt es? Und sobald das Unangenehme dann beseitigt wird, dann kannst du auch wieder lächeln. Dann ist ja wieder schön, also ist wieder angenehm. Das muss ein Kind, das ist lebenswichtig. Und es ist auch für uns lebenswichtig, dass wir wissen, wann wir Hunger haben, wann wir Durst haben, wann wir eigentlich auch Bewegung brauchen, wenn wir zu steif werden oder so, nicht? Oder wann wir schlafen müssen. Das sind ja alles Dinge, die mit angenehm und unangenehm zu tun haben. Ich fühle mich total müde, ist unangenehm, ich will schlafen. Dann ist es schön im Bett zu liegen. Wenn wir dann nicht einschlafen können, ist es wieder unangenehm. Es geht laufend weiter. Wenn wir dann endlich so kommen, ah, jetzt, ah, ich kann Licht ausmachen, jetzt ist es
soweit angenehm, sich wieder überlassen können. Das gehört zum Leben dazu. Also es ist wichtig. Auch ist es ja da, wenn man sieht, Verkehr auf der Straße und da fahren die Autos hintereinander, ist unangenehm, wir müssen warten, aber wir wissen, dass es letzten Endes heilsam ist für uns. Unheilsam wäre, wenn wir trotzdem rübergehen würden, durch die Autos hindurch. Merken wir. Dieses angenehm, unangenehm schützt uns, hält uns am Leben. Aber warum machen wir das hier denn trotzdem? Und sagen, es ist doch wichtig für mein Leben, braucht doch Schutz. Weil es, wenn wir es nicht ein bisschen eindämmen können, zur Gier wird. Ich muss es haben. Ein Verlangen, das ist angenehm, ich muss es haben. Das brauche ich für mein Leben. Und da kennen wir viele Sachen, die uns gierig machen. Also da dieses Essen, das muss noch so in das Restaurant gehen oder so. Wenn man Kinder hat, merkt man es genau, wo die Gier dann einsetzt. Man ist unterwegs und dann mit meinen Enkeln, deutlich, man ist unterwegs und dann noch 2 Stunden, ach, ich habe Hunger, haben wir nicht was mit, wenn wir dann so Brot haben, Brot, nein, dann, da ist, gibt schon McDonald's, also da gehen wir doch lieber zum McDonald's, oder nein, eine Pizzeria ist auch da, sagt die andere dann, nicht, gehen wir doch zur Pizzeria, also sie wollen unbedingt sofort was haben, so richtig gierig, sofort muss es sein, du musst das sein, was ich mir vorstelle, was, und so weiter, ne? Geht sofort, ne? Und im Grunde machen wir das ja auch. Machen wir ja nicht viel anders, ne? Also so. Nur bei Kindern, die sagen das nur deutlich, ne? Also wir brauchen ja auch immer sowas. Oder, wir kennen das auch, diese Gier der Kinder heutzutage. Früher hatten sie einen Roller oder irgendwas, waren draußen und waren damit eigentlich einverstanden. Ich merke, sofort. Sie brauchen, kommen da rein, Fernsehen aufgedreht, watsch, schon wieder sitzen sie da oder dann PC-Spiele machen, ne? Das geht sofort. Wenn man nicht aufpasst, und es steigert sich so. Es muss noch was Besseres sein und nochmal, und kann man nicht noch andere Spiele laden und sowas. Es hört nicht auf. Und je mehr Geld jemand hat, umso mehr kann er sich ja das leisten, alles. Und jetzt fragen wir mal, erst ist es schön für den Moment, aber macht es wirklich glücklich? Und wenn dann Dinge kommen von den ganzen, sagen wir, ganz reichen Leuten, können sie sich damit Liebe kaufen, dass sie geliebt werden? Können sie sich damit Sinn, Lebenssinn kaufen? Können sie sich damit Sicherheit kaufen? Können sie sich damit kaufen, dass sie nicht das Gefühl von Einsamkeit haben, können sich das alle kaufen. Das geht nicht. Und können sich kaufen, dass sie nicht älter werden, dass sie nicht krank werden, dass sie nicht sterben müssen. Und wenn die wirklich sehr wohlhabend sind, so einfach das Gefühl haben, ich kann alles kaufen, die leiden doppelt dran, wenn es etwas ist, was sie sich nicht erkaufen können. Wenn man das schon früher merkt, dass man sich nicht alles erkaufen kann im Leben, dass es einfach nicht gibt, Verlust zu haben. Kann man das ausmerzen mit Geld? Ich habe trotzdem Verlust. Und man kennt ja, wie oft die versuchen, wieder einen Partner, Partnerin zu finden. Und die leiden genauso dran, wenn sie wieder auseinandergehen und es hat nicht geklappt. Ist doch ganz klar, können sie noch so viel Geld haben. Also da geht es weiter. Und der Buddha, der geht ja nicht, der will uns nicht was verbieten, was schön wäre. Der sagt nur, ich kann nur sagen, was Leid macht und wie man Leid wieder überwindet. Das ist das Buddha-Lehre, nichts anderes. Und das ist das, dass dieses gierhafte Verlangen uns Leid bereitet. Weil wir, wenn wir das bekommen haben, was wir so furchtbar gerne haben wollen, kaum haben wir das, verliert es wieder an Reiz. Und wir müssen eigentlich schon was Neues oder was Interessanteres haben. Also es ist wie ein Loch, eine Unersättlichkeit, die dabei dann mitspielt. Wir kommen nie zum Ende. Wir finden nie das wirkliche Genügen,
Es ist nie gut genug, nicht viel genug, nicht schön genug. Daran leiden wir dann. Und da finden wir dann keinen Sinn. Irgendwas muss es doch geben. Und das eben. Durch unsere Sinne bekommen wir dies angenehm, unangenehm, neutral. Und da glauben wir, das ist alles, das müssen wir bis zum Exzess ausleben. Das können wir. Manche Leute machen das und finden, das ist für ihr Leben dasjenige was. Aber irgendwo sind sie innerlich leer und todunglücklich. Da gibt es im Grunde kein Glück, was nach innen geht. Das ist ganz nach außen gerichtet, auf den Moment ausgerichtet. Es geht nicht nach innen. Und was geht denn nach innen? Da fragt man sich, gibt es denn überhaupt was, was nach innen geht? Und da sagt der Buddha eben, dafür das ist das, was heilsam ist. Geht so nach außen und innen. Heil oder heilen. Heil hat auch mit heilen zu tun, mit gesunden, mit heil, mit innerem gesunden. Und da geht es darum, möchte ich sagen, was tut meiner Seele gut oder meinem Herzen? Wann habe ich das Gefühl, ich habe was Gutes getan, wo ich auch richtig so im Herzen mag, da kann ich voll mit übereinstimmen. Und da ist etwas, was mir und anderen Freude macht, Liebe macht, was Wohlbefinden, was auch immer. Oder, dass man was Unangenehmes, weil was Schlimmes, muss nicht immer unangenehm sein, was Schlimmes verhüten kann, Schaden abwenden kann. Natürlich ist das heil. Was ist nun der große Unterschied zwischen heil und angenehm, unangenehm? Heil oder unheil? Heilsam, unheilsam. In dem Heilsamen liegt, ich mag immer das Wortspiel, da liegt der Samen des Heils schon mal drin. Im Heilsamen. Im Heilsamen. Im Unheilsamen liegt der Samen des Unheils drin. Und das, die Triebe von angenehm, unangenehm, neutral, die sind immer nur speziell auf mich selbst gerichtet, nur ich. Denn meine Sinne gehen mich nur selber immer an. Das ist ja durch die Sinne immer nur ich. Und es ist immer momentan. Und es geht immer wieder vorüber. Das Angenehme oder Unangenehme ändert sich. Ich habe ja vielleicht gemerkt in der Meditation, dass es sich ändern kann. Es ist momentan. Geht mich an, geht vorüber und es hat immer wieder die Wirkung von Leid. Ich bin nicht damit zufrieden, weil es sich ständig verändert. Und diese Unzufriedenheit nennen wir auch Leid. Es ist kein Leid im Sinn von Schmerz, aber es ist eine innere Unzufriedenheit. Und mit dieser Unzufriedenheit kommt Sinnlosigkeit. Man merkt, es ist im Grunde hat es keinen Sinn. Es kommt Sinn und Wertlosigkeit. Es kommt auch das Gefühl von Einsamkeit, weil ich es ja immer nur für mich mache. Dann bin ich ja nur für mich verantwortlich mit angenehm, unangenehm. Und da muss automatisch Einsamkeit kommen. Egoisten sind einsam. Das ist nun mal so, weil sie ja nur für sich sorgen. Wie kann denn eine Gemeinsamkeit kommen? Einsamkeit, Sinnlosigkeit, Wertlosigkeit und letztendlich Lieblosigkeit. Und wenn man das alles mal zusammenzählt, ist es Leid. Das sind Dinge, die uns letzten Endes nicht gut tun. Sie sehen so schön aus im Moment. Unsere ganze, oder nicht die ganze, aber sehr viel von unserer ganzen Industrie, von unserem Konsum, baut nur auf angenehm, unangenehm. Sie machen das, was die Leute im Moment angenehm finden, das wird verkauft. Was man unangenehm, kann man durch verschiedenste Sachen verbessern oder nicht. Wird ja auch Cremes oder sowas, Falten werden ausgebügelt oder sonst wie gemacht. Ja, da gibt, ja, ist das nicht eine Riesenindustrie? Die ganze ist eine Wahnsinnsindustrie. Sicherheit, Lebensversicherung, was kann man sich eigentlich den Tod damit ersparen? Ja, ich meine so, Lebensversicherung. Heißt Lebensversicherung.
Eigentlich müsste man Todesversicherung sagen. Sterbeversicherung. Ist ja gar nicht Leben. Kann man ja nicht, ne? Also aber Riesenindustrien, diese ganzen Versicherungen und sonst was, ne? Also überall. Oder die Kleider, oder es geht alles drum, man muss wieder neu haben, man muss anders haben, man muss haben. Haben heißt haben wollen und verlangen. In einem gewissen Maß ist es richtig, und wenn es darüber hinausgeht, ist es Gier. Ich muss das haben. Ich will das unbedingt. Gier. Ja, und das bringt Leid, weil dieses Verlangen nicht aufhört. Es gibt kein letztes gutes Gefühl dabei. Es gibt nur noch mehr Verlangen. Da sitzt unser Leid dann. Ja, und das Heilsam. Heilsam, also im Gegensatz zu schnelllebig, ist es manchmal nicht sofort zu erkennen, dass es für mich gut ist. Heilsam ist gut, heilsam ist aufbauend, heilsam ist Werte schaffen, heilsam ist Sinn schaffen, heilsam ist Liebe schaffend. All das, was ich gesagt habe, das tut, macht heilsam. Aber es kommt nicht so schnell. Man muss was dran machen. Man muss selbst ein bisschen was dran tun. Dieses angenehm, unangenehm kommt fast von alleine, da kommen wir sofort mit rein. Hier meine Enkelkinder, also das geht. Schauen, sehen Sie da das Schild von McDonald's schon, heißt es, da müssen wir hin. oder was anderes, oder da draußen ist irgendwas Schönes da, der spielt da, Schulkamerad, sofort, ausreden, mitmachen. Ja, ist ja gar nicht schlecht im Grunde, aber es bringt auf Dauer nichts. Und wenn man das alles zulässt, kennen Mütter vielleicht und Väter auch, dass das Schwierigkeiten gibt. Dass man die überhaupt gar nicht mehr bremsen kann, wenn man alles immer zulässt. Und sie werden immer unglücklicher. Das ist der Punkt. Wenn Eltern die Kinder glücklich sehen wollen, können sie nicht alles zulassen. Geht nicht. Das macht nicht glücklich. Das sieht so aus, als ob. Das ist Schein. Daher ist es eine Scheinwelt mit diesem ganzen gierigen Verlangen und dem auch dem Verlangen, das alles Unangenehme auszumerzen. Jetzt heilsam war, ich schaue, ob es etwas mich anregt, dass ich damit übereinstimmen kann. Ist es wirklich gut für mich und ist es kein Schaden für andere? Das eine. Und dann bringt es mich auf dem Weg, auf meinem Weg, könnte man in meinem guten Lebensweg, könnte man sagen, muss gar nicht spiritueller Weg sein, weiter. Baue ich da auf. Und viele Leute sind doch sehr daran interessiert, Selbstwerte zu schaffen oder meinen Selbstwert zu fühlen. Das schafft innere Werte. Und die werden zu Selbstwerten, da sind Selbstwerte. Wenn ich Vertrauen habe, wenn ich Liebe entwickle, wenn ich Ruhe entwickle, Gelassenheit entwickle, wenn ich auch Aktivität entwickle, gute Aktivität, mich einsetze für etwas Gutes, das sind alles Werte. Und die Werte gehen auf mich zurück und machen mir einen Selbstwert. Denn sonst, wo findet man, wenn man nur nach lustigen Dingen strebt, wo findet man denn einen Selbstwert? Kann man doch gar nicht. Der Selbstwert also kommt nicht von alleine. Er ist zwar im Grunde in uns angelegt, aber wenn wir damit nichts machen, mit diesem Potenzial, was wir haben, dann finden wir das nicht mehr. Wir finden es nicht mehr. Und dann heißt es, ich habe kein Selbstwertgefühl. Und das ist mir unglücklich. Kein Selbstwertgefühl zu haben, ist sehr, sehr arg. Und daran muss man was tun. Und das, was wir hier machen, das ist alles dafür geeignet, Werte zu schaffen, Selbstwert zu schaffen, aufzubauen. Und man sagt, ja, das gibt meinem Leben Sinn. Weil es für mich gut ist, für andere und die Welt. Weil es alles Heilsame darf oder soll, kein Leid verursachen, darum geht es ja letztendlich. Kein Leid verursachen. Angenehm, unangenehm verursacht Leid letzten Endes. Heilsam verursacht kein Leid. Das heißt nicht, dass wir Leid im Leben nicht haben.
können. Wir sind auch, alle sind dem Alter unterworfen. Alle bekommen mal Krankheiten. Alle haben mal Verlust. Aber an dem Leid leiden, geistig dran leiden, das ist der Punkt. Es ist nicht, dass Leid ausgemerzt werden kann grundsätzlich. Das geht nicht. Das ist nur mal mit dem Leben verbunden. Nicht? Wir wachsen und wir haben nun mal liebe Menschen um uns herum. Und irgendwann stirbt Vater, Mutter, wenn sie alt sind. Das geht nun mal nicht anders. Und trotzdem ist es großes Leid. Das können wir nicht vermeiden. Aber wenn wir uns dann hineinsteigern und wie schrecklich arm wir dran sind und was ich und verlassen und unglücklich, das ist dann diese Steigerung und wir setzen noch auf das Leid noch oben was drauf. Also dass man leidet darunter. Ich habe ja was Liebes verloren. Aber man erkennt auch, das ist das Leben. Leben und Sterben gehören immer zusammen. Wer geboren wird, muss sterben. Geht nichts anders. Und Krankheit ist auch nochmal im Leben verankert. Und wenn man dann hört, jemand ist krank oder aus der Familie, das ist schwer für einen. Aber wenn man jetzt so dieses, was ich denn so gehört in der Familie, ist es gerade so. Und da ist dann gerade jemand, der Partner von jemandem und sagt, ja, jetzt musst du dahin gehen, dann muss ich dort untersuchen, das lass das nicht dort alleine gehen oder in Amerika haben sie schon neue Verfahren und da und da und da. Ich denke, du lass mal Ruhe, lass doch mal zur Ruhe kommen, lass doch mal besinnen, was das überhaupt jetzt bedeutet für einen, jetzt diese Krankheit, was kann man wirklich tun und nicht jetzt Angst machen und noch, das ist noch das Obendraufsetzen von Leid. Mal schauen. Nicht leiden am Leid, das geistig Leiden am Leid, das kann man vermeiden. Leid selbst ist da und wenn man es erkennt, mit Einsicht erkennt, das Leid, was da ist, es kann erkannt werden, dann ist schon eine Menge Leid weniger, als wenn das ist ja sinnlos. Wie kann das nur sein? Wenn man dieses Lebensablauf sieht, wie es einfach von Natur aus ist, die Naturgesetze von Entstehen, Vergehen, von Unvollkommenheit. Und wenn man damit arbeiten kann und es akzeptieren kann, da ist eine Menge, Menge Leid weniger. Das Akzeptieren von den großen Lebensgesetzen, darum geht's dann. Und das ist heilsam. Einsicht in die Lebensgesetze ist das vielleicht sogar das A und O des Heilsamen. Was ist Gesetz? Wo kann ich nichts tun? Wo muss ich einfach akzeptieren? Und wo kann ich eingreifen? Und wo kann ich was tun? Für mich und andere. Und das ist dann sinnvoll. Da merke ich, das ist der Sinn des Lebens, dass ich mit diesen Dingen gut umgehen lerne. Und dann fühlt man sich auch wertvoll, wenn man sagt, ja, das habe ich geschafft. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mir diese kleine Geschichte von meiner Enkelin, die so wütend war, als etwas Heilsames nachgeht, dass ich einfach nur da stehen konnte und mal einfach mir selbst erstmal Ruhe geben konnte und mir selbst erstmal die Liebe wieder, Ursula zufrieden und glücklich geben konnte und dann ihr auch. Es fängt immer bei einem selbst an, das Heilsame auch. Muss heilsam für mich, dann kann ich auch heilsam für andere sein. Oder auch umgekehrt, heilsam für andere, dann heilsam für mich. Aber nicht nur für andere. Es muss für beide Seiten richtig sein. Und das tut mir jetzt noch gut. Ich hab's geschafft, obwohl ich wirklich da an der Grenze war, auch zu explodieren und sagen, nee, so geht's wirklich nicht. Ne? Und trotzdem. Und da weiß ich, das ist heilsam. Und auch für die Enkelin ist es heilsam gewesen. Sie hat da Ruhe gefunden und sie hat sich nicht da auf noch mehr Höhe aufgebauscht in Wut und Aggression. Die war bereit, mich anzuspringen. Ne? Also, da war das dann mal anders. Ne? Also, schon ganz wichtig mit dem Heilsam. Wenn man das erkennt, was ist heilsam für mich? Wo sitzen die Dinge, die unheilsam sind? Die Frage. Wo tue ich Unheilsames? Mache ich Unheilsames in meinem Leben?
Jetzt könnten wir, das können wir ja auch mal kurz machen, die fünf Sila durchgehen. Da kann man immer sehen, was heilsam und unheilsam ist. Die Ethik, die grundlegende Ethik im Buddhismus ist ganz, ganz einfach. Sind Empfehlungen für, könnte man sagen, für innere Werte. Empfehlungen dafür zu erkennen und zu unterscheiden lernen, was heilsam und unheilsam für mich ist. Das ist im äußeren Leben, aber trotzdem. Und da ist das Erste, ich bemühe mich, kein Lebewesen zu töten oder zu verletzen. Bemühe ich mich ja wohl. Aber wenn dann so, wenn keine großen Lebewesen verletzen, aber und sagen, ist denn da was angenehm oder unangenehm dabei? Wenn ein Jäger gerade einen großen Bock geschossen hat, jubelt er. Großartig. Hat er doch was, was er wollte. Angenehm. Finden wir es angenehm? Viele von uns finden es vielleicht nicht angenehm. Ne? Oder wenn man auch Tiere schlachten muss, ist vielleicht manchmal nötig, aber ist es mir angenehm oder unangenehm zu schlachten? Mal sehen. Dann ist es, aber im Kleinen sind wir alle dabei. Wir schlachten ja wohl nicht alle, aber manchmal beim Bauernhof ist es üblich. Dann muss es auch geschehen. Ne? Aber wenn man weiß, es hat einen Sinn da und dafür, dann ist es vielleicht doch richtig. Aber wenn man eine Mücke schlägt, man ist so gewohnt, die Mücke zu erschlagen, patsch, unangenehm ist die Mücke da drauf, patsch, schon tot. Ne? Kommt die nächste, patsch, schon tot. Wieder zwei weg. Und dann kommen sie noch immer wieder, welche nicht. In Andalusien, vor ein paar Jahren, war eine Frau, da waren an für sich Mückengitter oder Fliegengitter. Aber auch nachts um 12 fand sie doch, da summte eine. Sie ist also aufgestanden, mit Handtuch bewaffnet, auf ihrem Bett herumgeturnt und die Mücke gesucht und versucht dahin geschlagen. Ist mit einem Fuß abgerutscht, Bein gebrochen. Mussten wir mitten in der Nacht, nackt wie sie war, weil sie schön war, mussten wir sie dann erstmal ein bisschen was anziehen und dann kutschieren immer eine ganze Ecke, bis wir zum nächsten Krankenhaus kamen, wo sie versorgt werden konnte, wegen einer Mücke. Nicht? Am Bett da rumgeturnt und da, ja, unangenehm, unangenehm. Ja, das ist also, und dann das Gegenteil davon, also wenn man sagen würde, was ist denn jetzt heilsam, dass ich jetzt nicht Lebewesen verletze und töte, ja, dafür sorge, dass sie unterstützen, dass sie gut leben können, dass man ihnen hilft, bei der Umwelt zum Beispiel, Umweltgeschichten, da hilft man ja gar. Also auch Lebewesen und Tierschutz oder sonst was. Kann man ja alles machen. Kann man auch im Kleinen einfach nur aufpassen, dass man nicht auf die Ameise unbedingt drauf tritt, wenn eine kleine Ameisenstraße ist. Das kann man ja sehr schnell, wenn man unachtsam ist. Aber wenn man aufpasst, es kann auch übertrieben werden. Wie gesagt, mit denselben Enkeln, mit derselben, die aggressiv ist. Da waren wir spazieren, und da waren wohl die Mistkäfer gerade im Kommen. Zumindest sie liefen sehr schön schillernd, so blau schillernd, nicht die schwarzen Käfer, so über den Weg, da und da. Und jeden Mistkäfer hat sie vom Weg weggeräumt, damit niemand drauftritt. Also es war lästig, wir kamen gar nicht vorweg, weil immer die Mistkäfer jetzt einzeln aufgesammelt werden mussten und an die Seite gebracht werden mussten. Ich sag, komm, lass den Mistkäfer. Ja, da tritt doch jemand drauf, sag ich. Kann ich natürlich auch nicht garantieren, dass keiner drauf tritt. Ne? Und was soll man dann sagen? Ne? Man selbst ist so... dass er wieder hinkrabbeln wird. Ja, dass er auch wieder hinkrabbeln wird. Und vielleicht ist es jetzt ein Schicksal, dass er mal zertreten wird. Und was denn die Nepalesin in Lesbos immer sagte, wenn sich dann einmal ein Skorpion totgeschlagen, have a good rebirth. Ganz klare Sache. Have a good rebirth, können wir beim Mistkäfer auch sagen. Einer ist draufgetreten, have a good rebirth. Ich tue es selber dann nicht, versuche daneben zu treten, so denke ich nicht. Naja.
Ja, da, und das zweite ist nicht, nicht stehlen und nicht sich was aneignen, was einem nicht zusteht. Ja, sollte man machen. Manchmal ist ja ganz angenehm, wenn man irgendwas so, so mitnehmen kann und denken, warum? Das liegt ja praktisch bloß rum, nicht? Und dann, ja, aber die Leute, die das tun, die haben auch meistens Angst, weil sie das, dieses Mitnehmen ja so im Kopf haben. Das kann man ja machen, dass es ihnen ja auch passieren kann. Bei denen ist es ja irgendwo im Kopf drin. Die kriegen ja auch Angst. Ihnen nimmt man was weg. Das dreht sich immer so um. Das passiert ja auch was. Karmisch passiert es immer. Ja. Der Karma macht immer das, was man anderen macht. Irgendwo kommt das auch zurück. Stattdessen, sie freuen an dem, was man hat. Das ist heilsam. Freude ist heilsam. Freude an dem, was man hat. Und auch teilen mit anderen, wo es möglich ist, wo man kann. Liebe, Freudigkeit. Heilsam. Das dritte ist, sexuell keinen Schaden anzurichten. Und mein Missbrauch und sowas ist ganz klar, das kommt ja wohl nicht in Frage. Aber dass man doch leicht mal versucht, irgendwo eine Beziehung einzugehen, wo dann auch keine Trennung ist oder wo das eigentlich nicht ganz in Ordnung ist, das kann schon möglich sein. Da muss man auch schauen, schade ich da mir selbst nicht oder schade ich jemand anderen nicht. Das kann durchaus sein. Oder manchmal auch, ich fordere von meinem Partner etwas, was er nicht kann oder will oder so. Mal schauen, schadet uns das beiden nicht? Das ist oftmals so eine Sache, die gar nicht beachtet wird. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man überhaupt mit Liebe umgehen? Und ich habe etwas Neues, das wollte ich, ist mir so oft gegangen, nachdem ich ein Buch von einem Professor aus, wahrscheinlich ursprünglich Deutscher, aber in Amerika, Klein heißt er den Nachnamen, aber wieder mit Vornamen, weiß das jemand? Der ist Hirnforscher und der hat dieses Glückshormon und erforscht, wo im Gehirn diese Stellen sind, die, wenn man die anregt, die Menschen glücklich machen. Und das ist Liebe, natürlich. Liebe macht glücklich. Und merkwürdigerweise hat er erkannt, dass es nicht nur die sexuelle Liebe ist, sondern dass es Mutterliebe ist, dass es Gottliebe ist, dass es alles, was mit Liebe zu tun hat, auch einem anderen Menschen Liebe, also Metta. Metta auch dieses Gefühl, Serotonin hat er unter anderem festgestellt, dieses Hormon, dass das dann vermehrt ausgeschüttet wird und dass das auch Endorphine da auslöst, die also ein Wohlbefinden, ja, wie heißt das da? Na, Serotonin wird zu Melatonin umgebaut. Ah ja, Melatonin wird. Ja. Aha. Mela hört sich so schwarz an. Aber, ja, dann, also dass es dann wieder also Wohlbefinden macht, ne? Und ich habe mir dann daraufhin gedacht, warum wird jetzt gleich kommen? Die erotische spirituelle Liebe, Metta. Es ist auch eine Erotik drin. Es ist Erotik drin. Aber ganz anders, als wir sonst erkennen. Und wenn wir in Meditation sind, kann man solche Zustände bekommen, wo man sagt, das ist total erotisch. Das ist wunderbar. Ja. Da hat jemand im letzten Kurs, hat er irgendwo gelesen, habt ihr doch das gelesen, Ursache und Wirkung statt Liebe. Letzte. Und da war auch ein Passus, dass also sexuelle Liebe, dass genau diese Höhepunkt, dass man das fast in der Meditation erleben könnte. Er sagte, das ist nichts für mich. Ich bleib beim Herkömmlichen. Nein, er wollte keine Meditation, sonst oder für die anderen, für meine Frau, sonst habe ich nichts mehr davon, so ungefähr. Nicht.
Aber es ist eben anders, aber es hat auch sehr viel mit Erotik zu tun. Und da merkt man, dass es auch da im Kopf, also dieselbe Endorphin da auslöst, wie eben im sexuellen Bereich. Das ist ganz interessant. Das war mir vorher noch nicht klar, dass das so dieselbe Richtung hat. Schön. Ist doch wunderbar, dass man das weiß. Das nächste ist die rechte Rede. Ich bemühe mich, mit meinem Sprechen keinen Schaden anzurichten. Nicht zu lügen, nicht andere zu hintergehen mit dem Sprechen oder hinterm Rücken. Und auch nicht grob und auch nicht einfach nur schwätzen, was oberflächlich ist. Bringt das Schaden? Warum? Dass es unheilsam ist, wenn man schwätzt. Findet ihr Schwätzen unheilsam oder nicht? Tut doch jeder. Es rutscht schnell ab, dass man über andere redet und andere runterzieht. Tut ja schnell. Und man vergeudet viel Zeit. Außerdem. Ne? Es gibt jetzt schon manche, die dann mir sagen, ja, hat mir sogar geschrieben jetzt vor kurzem, E-Mail geschrieben, was mache ich nur, ich habe so zwei Freundinnen, mit denen möchte ich eigentlich gerne mal ausgehen, aber es sind immer so dieselben Gespräche, die sind oberflächlich, die bringen nichts und sitzen rum und und eigentlich mag ich das gar nicht mehr. Aber ich will eigentlich die Freundschaft nicht aufgeben. Was mache ich jetzt? Ist nicht ganz einfach, ne? Und ich habe gesagt, versuch mal die Gespräche auf ein Thema zu lenken, was dich wirklich interessiert. Manchmal muss man einfach nur mal bei den Hebel mal umdrehen. Gibt es das, das denn auch dann mitmachen? Ist das interessant? Oder wenn es dann gar nicht geht, dann mach's kürzer. Sag, ich muss nach Hause, ich muss was anderes machen. Versuch es. Und wenn du merkst, die gehen dir sonst wirklich auf den Wecker und das ist, dann musst du auch eine Freundschaft mal, dann ist es vielleicht keine richtige Freundschaft mehr. Musst du mal gucken. Ne? Musst du mal doch andere Freunde finden. Ist nicht ganz einfach. Ist es nicht. Das kommt schon nicht. Und alle, die erlebt, die dann so einen spirituellen Weg gehen, das ist dann mit diesen alten Freunden, die das nicht, diesen Weg nicht gehen wollen, nicht mehr ganz leicht geht. Das ist so. Da muss man denn schon überzeugt sein, doch, das ist trotzdem mein Weg. Auch wenn die anderen nicht mitziehen. Die Familie manchmal auch nicht mitzieht. Da kann man glücklich sein, wenn Familie macht. Bei euch oder sowas. Ja, ist was ganz Besonderes. Wenn Familie zusammen sagt, das machen wir oder so, ist es sehr, sehr viel wert. Und das Letzte ist, ich bemühe mich, keine den Geist trübenden Mittel zu nehmen. Also kein Alkohol und keine Drogen, die meinen Geist wirklich beeinflussen, dass ich nicht mehr klar denken kann, dass ich dadurch auch nicht mehr klar und richtig handeln kann. Und stattdessen soll man versuchen, Dinge zu sich zu nehmen, die mich körperlich und geistig fit machen, mich kräftigen und eben mein Geist sogar unterstützen, dass er klar ist, dass ich denken kann. Der ganze Weg, der hat immer mit einem klaren Geist zu tun. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtige Empfehlung vom Buddha. Du kannst nicht heilsam leben, du machst dir selbst viel Leid, wenn du benommen bist, alkoholisiert bist oder unter Drogen stehst, wenn man da mal schaut, wie viel Unglück da schon passiert ist auf den Straßen, in den Häusern, wie viele Menschen wurden geschlagen oder getötet unter Alkoholeinfluss oder Drogeneinfluss und so, dann wissen wir, dass das viel Leid macht und dass man da eben aufpassen muss. Man muss aufpassen, weil man selbst reinrutschen kann. In sowas. Ein bisschen Alkohol schadet ja nichts. Wenn das wirklich so geht mit einem halben Gläschen Wein oder Gläschen Wein mal, ist das sicher nicht schlimm. Aber wenn das so auf Dauer immer sein muss und so, dann kann das schon mehr werden. Oder wenn man dann meint, ohne das nicht schlafen zu können oder nicht abschalten zu können oder so,
dann wird es schon schwieriger. Also aufpassen. Ist eine Unterscheidung zwischen angenehm und heilsam, auch ob es zu viel davon geben kann? Ja. Das ist auch immer, wie angenehm ist es, aber das ist ja so mit den Suchtsachen so, dass wenn man angenehm ist, erstmal ganz nett und man ist auch gesellig und so, kennt man genau die Grenze, kennt man genau, wo es anfängt, da rutscht man leicht rein. Es war auch so, mein Mann, da hat man gesagt, hat sehr gerne Whisky was getrunken, ja. Und dann zwei klein oder so ein bisschen, das ging. Wenn er das dritte getrunken hatte, da wusste ich kein Aufhören mehr. War aus. Da konnte er nicht mehr stoppen. War aus, da war es zu Ende und dann wurde weiter getrunken. Ja, bis zum Umfallen oder was. Hab ich auch erlebt. Und das war nicht schön. Und der nächste Tag war erst rechts, dann, mein Kopf und so, und kannst mir nicht helfen, und ich bin total K.O. und bin daneben oder sowas, ja. Dieser Riesenkater dann, war der Ärmste, war das Opfer dann. Ja, so sah das aus, haben wir früher mal eifrig gespielt, diese Spielchen. Mhm. Bis wir dann nachher dann auch mal ein bisschen gescheiter geworden sind, ne? Mir hat's genügt, das einmal zu machen, und da war's, habe ich auch gedacht, nee, mach ich nicht mehr wieder. Aber andere brauchen das vielleicht öfter, bis sie dann kapieren, ob man es macht oder nicht macht. Ne? Das ist das Letzte. Ja, was macht man denn dafür, wenn man jetzt Lust hat auf Alkohol oder Lust hat? Was macht man denn dafür? Nur sagen, das darf ich nicht? Reicht das? Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ja, ich will nicht. Was macht man? Ich sag, bitte? Wasser trinken. Na, ich sage auch, tu etwas, was du auch schön findest, woran dich freuen kannst. Geh raus, mach jetzt ein Jogging oder mach einen Dauerlauf oder freu dich an der Natur oder mit dem Hund oder irgend sowas. Was dich auch freut. Denn sonst nur was Wasser, was sich nicht freut, stattdessen trinke ich. Ich glaube kaum, dass er einer das als Ersatz gerne nehmen würde. Man muss was anderes, oder nehme ein gutes Buch dafür oder sowas, nicht, dass man sage, ja, da mache ich jetzt was auch erfreulich ist. Ne? Ich glaube, das ist dann besser. Ne? Ich habe versucht, meinem Mann immer sowas vorzuschlagen, dass wir dann mal rausgehen und kommen lassen, eine Runde noch mal drehen oder sowas. Das war dann war das vorbei. Dann geht das dieses Gefühl wieder vorbei, dass man das jetzt haben muss. Ne? Wenn man was anderes wirklich dazwischen tut, also was einschaltet. Irgendwas Schönes machen. Mit Medikamenten. Bitte? Mit Medikamenten. Ja. Du, Medikamente auch, muss man auch vorsichtig mit sein, also sollte man auch schauen. Und ich habe festgestellt, dass so viele Medikamente, übrigens, mein Mann war ja auch, der war ja Amerikaner. Dafür gibt's ja Medikamente für alle Sachen, dass man es nimmt. Ganz klare Sache. Dafür sind sie doch geschaffen. Warum soll ich sie denn nicht nehmen? Irgendwo hat er ja recht, nicht? Aber ich sag, schau dir mal die Nebenwirkungen an. Jedes Medikament hat im Grunde ja irgendeine Nebenwirkung. Eine Wirkung hat es, aber auch eine Nebenwirkung. Willst du das auch? Guck mal. Ich finde immer sehr wichtig, das zu schauen, die Nebenwirkungen. Ich bin also mit Medikamenten sehr vorsichtig, weil ich die Nebenwirkungen nicht haben möchte. Ich versuche immer, das zu mir zu nehmen, was mich im Ganzen stärkt und was nicht jetzt ein Organ jetzt so besonders betrifft und ein anderes Organ wieder schädigt. Da passe ich sehr auf. Ich nehme ja, muss ich aufpassen, brauche ich gar nicht, ich nehme fast nichts. Ich tue es einfach nicht, weil ich sage, ich bin bisher damit gut gefahren, aber kann ja auch mal sein, dass ich irgendwas brauche. Na gut, wenn ich es wirklich brauche, dann werde ich es auch nehmen. Aber nicht so aufs Geratewohl, mal ein bisschen Kopfschmerzen und jetzt muss ich das schon wieder nehmen, eine Tablette gegen Kopfschmerzen und jetzt halt mal Rücken tut weh oder jetzt da meine Hüfte, dann muss ich das wieder nehmen und so. Ich habe Voltaren in der Tasche, wenn es mir wirklich schlecht geht mit meinen Gelenken. Habe ich in der Tasche. Ich nehme sie nur im äußersten Notfall. Ich nehme jetzt nicht so, weil ich merke, sondern sonst habe ich mit dem Magen wieder zu tun oder damit zu tun. Das tue ich mir nicht an. Dann nehme ich immer lieber zwei Stöcke und gehe, wie ihr ja seht. Und das tut mir gut. Mache ich das?
So, jetzt noch einen Augenblick, nur die Augen schließen nach den vielen Reden. Heilsam die Augen schließen, heilsam einen Moment Ruhe haben.